Jo, seit langem mal wieder ein Video. Haben mich jetzt mehrere angeschrieben, warum sind deine Videos von diesem Jahr weg und was los, bist du krank oder sonst was? Nee, bin ich nicht. Nur das Übliche eben. Ja, warum ich die Videos rausgenommen habe, erzähle ich euch beim Zeigen des Gartens. Weil da wollten ja auch einige dann zum Beispiel sehen, Tomaten etc. Zeige ich euch mal, was hat sich so geändert, ja, auch während des Videos, zum Beispiel eine der Sachen, ihr werdet mich jetzt auf Videos nicht mehr mit Zigarette sehen, relativ selten, dass ich jetzt Zigarette rauche. Jo, nehmen wir mal ein Gewächshaus. So sieht es hier gerade aus. Was habe ich gemacht? Nichts, einfach nichts. Doch, jetzt gerade bin ich dabei, Tomaten zu ernten. Hier, guckt euch an. Alles hängt voll. Keine Braunfäule, nichts. Oh, ich geh mal runter, weil es ist echt dicht. Also kann man ja eigentlich ganz gut sehen. Ne? Es ist ein einziger Wald. Da überall Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Die hängen wie Weintrauben hier. Da Tomaten, Tomaten. Auch die Fleischtomaten, die hängen wie Weintrauben. Warte mal, Moment, mal zu zeigen. Geht euch das an. So eine Teile, ja. Und ich habe den Schrank schon voll damit. Ja, überall dann noch vereinzelte kleine. Und geht euch das an. Das hört ja nicht auf. Das ist hier hinten bin ich jetzt gerade am Ernten. Ja, die großen muss ich leider rausnehmen. Da, die fallen schon runter. Da Tomaten, 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 Tomaten. Was ist jetzt das Geheimnis? Was habe ich gemacht? Nichts. Wirklich nichts. Der Sommer war ja heute, dieses Jahr ja nun wirklich nicht der Knaller. Da übrigens wieder Tabak an der gleichen Stelle. Ja, lass ihn wachsen. Obwohl ich ihn ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr groß nutzen werde. Ja, vielleicht mal ab und zu. Noch rauche ich ab und zu eine Zigarette, aber wird immer uninteressanter. Ja, ich habe sie einfach wachsen lassen. Da der Sommer nicht so dolle war, dachte ich, ach komm, surreal, ja. Mir ging's da wie dir, Henry, ja. Dieses Gefühl, dieses Jahr ist abgeschlossen. So ging's mir auch. Und dann war diese Trockenzeit schlagartig vorbei. Also ich hatte hier ein bisschen noch drin gegossen. Das ist ja jetzt wirklich so eine Erhaltungsdusche. Und dann habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Das Einzige, was ich gemacht habe, wie ihr sehen könnt hier, obwohl das ist echt fast schwer, doch da sieht man, hier habe ich Schnüre. Und ich habe die, Moment, die Triebe immer einfach nur rum um die Schnüre gewickelt. Ich habe das hier alle total verspannt, wie so ein Spinnennetz. Aber ich geiz nichts aus. Alles, was kommt, wird dann eben hoch. Hier zum Beispiel wie der hier, der kommt ja jetzt wieder, Moment. Und der wird dann einfach rumgelegt. So. Und jetzt wächst der hier eben hoch. Ja. Das ist der Witz. Mehr mache ich nicht. Ich lasse die einfach nur noch lang wachsen. Ja. Hier hoch, so, zack. Rumgewickelt. Wir machen sozusagen Schlingtomaten. Ja. Das ist so genial. Also ich werde nie wieder ausgeizen. Wozu? Was ein Quatsch. Totaler Blödsinn. Was ich festgestellt habe, oder was ich annehme, Theorie, ausgeizen, abbrechen, Eintrittsöffnung für Pilz. Einerseits und jedes Mal klauen wir den Pflanzen Wasser. Wir klauen ja jedes Mal Körperflüssigkeit. Ja? Das ist ja wie ein Aderlass. Jedes Mal, wenn wir was wegschneiden und wegschmeißen, ja, dann ist das wieder wie so ein Aderlass. Mache ich einfach nicht mehr. Ja? Ich habe hier jetzt, das ist der Witz, das letzte Mal vor, glaube 6 Wochen gegossen. Ich gieße hier einfach nicht. Ich gieße nicht mehr. Und das ist auch einer der Gründe. Ich komme hier morgens rein und hier ist nicht stickig, feucht. Darum habe ich, es ist echt der nackte Wahnsinn. Ihr seht es ja wirklich. Also guckt es euch an. Ja. Das ist echt irre. Da unten, da hängt auch alles voll. Da, die hängen voll bis geht nicht mehr. Ich habe auch dieses Jahr nicht irgendwie auf irgendwelche Sorten geachtet. Ich hatte ja gesammelt, seht ihr ja hier, das sind so diese Datteltomaten, hier das sind Roma, da hatte ich Fleischtomaten und die hatte ich mir alle dann auf Papier gepackt und getrocknet und nicht beschriftet. Ja, ich dieses Jahr gesagt, wisst ihr was, scheiß die Wand an.
ich mach's heute mal an, Lotto. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Ja. Die stehen einfach völlig bunt durcheinander. Seht ihr ja, da ist eine Fleischtomate, da ist dann eben klar, hier ist die Roma, alle durcheinander. Ja, hier ist noch eine, ja, weiß ich nicht, was das ist. Also die, ist das eine Kirschtomate oder was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ja, und das kommt echt super. Also ist ja, seht ihr ja, alles voll mit Tomaten. Da, eine ganze Traube voll. Da unten und ja, hier habe ich schon ordentlich abgesammelt. Es ist echt Wahnsinn. Also ich kann euch wirklich nur sagen, macht's auch so. Hört auf mit dieser ganzen Quatsch, Ausgeizerei und alles. Ich halte das echt für Quatsch, ja. Und dann versucht wirklich die Tomaten nur zu gießen, so als Erhaltungsguss, ja. Und dann merkt, oh, die lassen jetzt langsam die Blättchen dann ein bisschen hängen. Gut, dann hebt da was nach. Ansonsten würde ich da ja nicht mehr machen, ja. Das, Und das kann ich dir auch noch empfehlen, ja. Brauche keine Pfeife mehr. Falls ihr einen Pfeifenraucher seht, sieht also, ich brauche keine Pfeife mehr. Jogi, falls du jetzt siehst, du bist schuld, ja. Irgendwie ist da was so ins Rollen gekommen. Hatte ich lange überlegt, eben hin und her und machst das nicht. Und weil Thomas so lieb hatte noch zwei E-Worts rumliegen, hat mir die dann geschickt. Die übrigens auch, weil die war ihm, hat ihm wohl nicht so angezeigt, hat wohl genervt, ziemlich das Ding. Im Nachhinein weiß ich jetzt, was er meint mit dem Schalter. Aber ihr schenkt einen Barsch, kriegt man nicht, ne? Ist ja ein ziemlich geiles Teil, ja. Ja, und so hat es angefangen. Im Prinzip ist Jogi schuld, ja. Mit seinem Video. Und ich habe keine Lust mehr auf Pfeife oder so, weil warum habe ich denn Pfeife geraucht, ja? Hat es eigentlich immer nur geraucht, weil ich andere Aromen haben wollte, Geschmäcker etc. Ja. Und hier, hier zum Beispiel rauche ich dampfig, ist ja nicht rauchen, dampfig gerade Popcorn. Ist ja so lecker. Ja. Ja, meine Liquids mische ich mir mittlerweile auch selbst. Jo. Also wie gesagt, das ist auch neu, ja. Werdet ihr nicht sehen. Ja, was ist passiert? Warum hat er denn die Videos gelöscht? Ganz einfach, es sind Sachen passiert, man hat mich ja unterstützt, ja. War ich auch sehr dankbar für, etc. Aber dann war es einfach so, dass Leute der Meinung waren, ich will es nett ausdrücken, sie wissen, was für mich richtig ist, was für meine Tiere hier richtig ist. Ohne irgendwas zu hinterfragen, wurde ich dann blöde angemacht, ja. Wurde überhaupt nicht gefragt, wieso ich bestimmte Sachen mache oder machen will, ja. Also, ich will das auch jetzt nicht weiter ausbauen, ja. Weil sonst heiz ich bloß wieder was an, weil ich bin mir ziemlich sicher, hey, du wirst das natürlich garantiert sehen, mein Video. Ich habe gar keinen Bock darauf. Lassen wir es einfach ruhen. Ja. Und es war auch nicht nur einer, ja, es waren mehrere. Manche waren der Meinung, sie helfen mir und erwerben sozusagen ein Stück meines Lebens. What? Ja, das ist irgendwie, als ob ich ihnen dann verpflichtet wäre und so, da habe ich keinen Bock drauf. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, dann fresse ich lieber eben weniger. Oder eben auch nicht, ganz viel Tomaten. Und muss mich nicht rechtfertigen, muss nicht vor Dankbarkeit zusammenbrechen oder so. Zum Beispiel meine Freunde, ja. Da kam, also eigentlich kam sowieso das meiste von den Freunden, ja. Und das war eine richtige Welle und die hört auch ja nicht auf, ja. Meine Freunde wissen das, die wissen, was los ist, da kommt immer mal wieder zwischendurch was. Klar, merkt man, dann ist jetzt mal wieder ein bisschen weniger geworden bei manchen. Aber, wie soll ich sagen, man ist nicht weg. Man ist einfach nicht weg. Ich weiß, wenn ich jetzt hier schreie, also übrigens, ja, falls ihr das seht, es geht gerade. Aber wenn ich weiß, es geht nicht mehr, dann schreie ich einfach die richtigen, passenden Leute an. Und da muss ich mich, wie gesagt, nicht rechtfertigen, nicht gerade machen oder sonst was, ja. Ich brauche das alles nicht mehr, ja. Wir hatten jetzt probiert dann auch, dass das jetzt wirklich ein Gnadenhof wird. Jetzt müssen wir erst wieder Geld investieren für irgendwelche Prüfungen, Sachkundeprüfungen und weiß ich was. Und eigentlich macht das gar keinen Sinn, ja. Macht halt gar keinen Sinn, ja.
Ja, mich haben dann viele gefragt, wie geht's denn jetzt weiter, wie ist es denn jetzt und wisst ich was und Tierarztrechnung und bla. Leute, das hört nicht auf. Jetzt zum Beispiel hatten wir wieder zwei kranke Ziegen, davor hatten wir noch zwei OPs bei der Hunde und. Das hört nicht auf, natürlich hört es nicht auf. Jetzt sind wir bestimmt schon wieder auf 1,6 oder sonst was, aber es geht immer weiter. Und wie gesagt, ich muss mich nicht gerade machen bei anderen. Ja. Erklären, wieso, weshalb, warum. Ja. Und dann haben sie überhaupt gar keine Ahnung von Pferdehaltung oder sonst irgendwas oder ja überhaupt Wiederkäuer etc. oder ach nee, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, ja und Gartenvideos war auch so eine Sache. Was sollte ich denn zeigen? Ja? Sollte ich zeigen, wie bei mir die Kartoffeln hinkrepeln etc. Ging mir ja nicht anders als euch. Ja. Jetzt kann ich zwei, drei Sachen zeigen. Wir gehen mal raus, ich zeige euch mal weiter den Garten. Es ist, also ich bin wirklich begeistert. Ja. Achso, eins habe ich auch noch gemacht. Hier, da. Ich habe gesprüht mit Zwiebelsud. Ja. Das war von Henry, von Hortus Creationis war das ein Tipp. Zwiebelsud machen und dann sprühen. Muss ich jetzt wieder sprühen, werde ich jetzt wieder machen. Also das hat wirklich geholfen, ja. Das hat wirklich geholfen. Alles zusammen hat geholfen, eben nicht zu feucht, am besten gar nicht gießen, nur wenn es sein muss, ja. Nicht ausgeizen und dann dieses Sprühen. Das ist der nackte Wahnsinn. Ich habe euch die ganze andere Seite ja nicht gezeigt. Also, hier geht es ja weiter, hier unten, ja, alles voll. Ja, da hinten in der Ecke, ja, wie gesagt, auch. Und also, ich kann dieses Jahr echt Ketchup selber machen, ja. Das ist Wahnsinn, ich komme mir vor wie im Dschungel, ja. Jo. Hier hatte ich dieses Jahr Kartoffeln. Das war gut, gegen deine Henry waren die hier mega Ertrag. Hier meine lilanen Kartoffeln, die sind noch im Boden. Die krepeln jetzt langsam erst ab. Die kamen auch sehr schwerfällig. Wow, was wachsen denn hier für Pilze schon wieder? Meine Fresse. Das ist so eine Sache, wa? Ich wüsste ja nicht, was ich für Pilze habe. Die waren weiß, das habe ich ja gesehen. Keine Ahnung vom Pilze. Ja, wie gesagt, da Kartoffeln, das ging ganz gut. Hier dieses Feld Erdbeeren habe ich gekillt, dafür habe ich ja jetzt dieses Feld. Hier habe ich mein Mais. Das ist eigentlich dieses Jahr etwas merkwürdig. Ich hatte ja schon öfters mal Mais. Aber da gibt es mal so ein Video, ja, hier Uhrzeitcode, bla bla bla. Guckt euch mal an. Ich weiß nicht, was los ist. 1, 2, 3. Was? Die hat nur 3 Kolben? Ja gut, okay, die hat nur mal da 3 Kolben. Die hat 3 Kolben, 3 Stängel, bildet hier unten, weiß ich nicht, ob man das sehen kann, bilden die teilweise Luftwurzeln. Dabei war es ja nicht so feucht. Hier unten, da seht ihr am Rand überall, wie sie sich wie so ein Kallusring und Luftwurzeln noch bilden. Komisch, echt komisch, ja. Hab schon einen gekostet. Meine Fresse, sind die lecker. Ja, und da habe ich mehrere von. Da sind teilweise Pflanzen, die haben 4. Manche haben 5. Ja, Moment, ich zeig mich mal wieder. Die haben teilweise 5. Ich sehe mich überhaupt ja nicht. Ach, da bin ich. Ja, lange kein Video gemacht. Die haben teilweise 5 Maiskolben an einer Pflanze. Das ist so, what? Ja. Keine Ahnung, was hier passiert ist, ja. Ich meine, vielleicht haben sie hier so viel geharbt oder so, ja. Das keine Ahnung, ja. So, das dazwischen lasse ich dann immer mein Franzosenkraut auch stehen, ja. Kürbisse, genau das gleiche. Die sind erst ja nicht gekommen. Und jetzt habe ich da echte Monster, ja. Also hier, der ist ja noch niedlich. Mal meine Hand im Vergleich. Aber ich habe auch schon welche geerntet. Mann, das ist echt schwierig, hier irgendwie durchzukommen. Ja, hier siehst du Ilona, falls du das siehst. Da, die aus Kroatien. Die baut wohl von meinem Cousin die Familie da unten an. Seht ihr, für alle, die irgendwie mal schreien, wenn ich irgendwie mal eine Meinung äußere. Nazi! Jo, deswegen ist ja auch bei mir in der Familie jeder willkommen, egal wo er herkommt. Soll ich ehrlich sagen, mein Cousin ist teilweise, also was heißt teilweise, der ist mir teilweise lieber als die ganzen anderen Spacken.
Der guckt mal hier hinten. Meine Hand. Oh, ist das ein Brocken? Das wird mal ein Halloween-Kürbis, ja. Das ist. Der ist immer noch nicht fertig, ja. Der wächst noch. Das ist Wahnsinn. Ja, meine Bäumchen wachsen und gedeihen. Hier meine Weiden. Naja, die verschwinden irgendwie unterm Kürbis. Ja. Mangold explodiert. Hier vorne war eigentlich Salat. Mann, jetzt komme ich hier kaum durch. So, hier vorne sollte eigentlich Salat sein. Jo, sollte. Und dann hatte ich natürlich mit der Schnecken zu kämpfen. Aber wie gesagt, der Mangold kickt euch so lang. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ich habe schon so viel geerntet. Das ist Wahnsinn. Ja, meine Gewürze kommen auch ganz gut. Salbei, Pfefferminz. Gut, mein Maggi-Kraut ist jetzt noch nicht der Knaller. Jo, also da bin ich echt sauzufrieden. Ne? Dann hier hatte ich eigentlich da Paprika, da Paprika. Da dieses Beet ist mir alles einigen. Dann habe ich die ganzen Pflanzen zusammengepackt und dachte, na toll, wird nicht mit der Kirschpaprika. Hatte mich so auf die Kirschpaprika gefreut. Und dann gucke ich. Da hatte ich nämlich quasi auch Lotto gespielt, weil ich durcheinander reingekommen bin. Ich habe hier alle Kirschpaprika. Wie geil ist das denn? Ja? Hoffe ich, dass die noch nachreifen. Und dann habe ich richtig viel Kirschpaprika zum Einmachen. Ach, ist das genial. Ich liebe Kirschpaprika. Ja. Zucchinis ist auch eine interessante Sache. Die hatte ich im Mai. Die hatte ich im Juni. Jetzt fragt ihr euch, wieso, wie, warum setzt ihr die dann nach? Ganz einfach, eigentlich waren die Schnecken so aktiv, dass ich dachte, das Beet da, das wird drauf gehen. Also habe ich noch welche nachgepflanzt. Dann liefen die nicht und dann hatte ich vom vorigen Jahr, aber selbstgezogene Zucchini schon wieder. Seht ihr, ich habe es überlebt. Ich habe selbstgezogene Samen gehabt, ja. Bin nicht gestorben. Schwachsinn, alles. Ja, dann hatte ich nachgesät und auf jeden Fall hatte ich ganz viele. So, dann habe ich die nachgesät, dann dachte ich, naja, gut, hast du immer noch Pflanzen? Dann hatte ich oben am Fenster welche. Seht ihr, die hätte ich eigentlich mal noch lassen sollen, die hätte ich euch zeigen können. Funktioniert, aber ich habe es dann vergessen zu gießen, da hingen auch Zucchinis dran. Es geht wirklich am Fenster, ja. Nehmt euch eine, also ich habe jetzt normale große Töpfe gehabt, aber wenn ihr euch zum Beispiel so eine Abwaschschüssel, da gibt es diese viereckigen Abwaschschüsseln. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Aber so eine Schüssel reicht echt aus, wa? Es geht, ja. Ja, wie gesagt, also die kamen also die im Mai, Juni und die kamen dann im Juli. Ende Juli habe ich die dazu gepackt. Da waren sie auch noch ganz klein. Dachte ich, naja, das kann ja nichts werden. Aber doch, es kommen noch Zucchinis, ja. Hier ist mein Zystrosentee. Alles voll. Dann ist mir eine Tomatenpflanze wohl aus dem Fenster gefallen und, wie ihr seht, Wahnsinn. Zwischen Zistrosen wächst mir jetzt hier Tomate. Schöne Dinger, ja. Fleischtomate wohl. Naja, gut, okay, die kriege ich hier Braunfrölle und tschüss, weg. Ja, alles voll mit Zistus-Tee. Guck mal, Blüte. Das ist zum Beispiel ein Phänomen. Ich habe dieses Jahr kaum Bienen gehabt, nur Hummeln. Warum auch immer, ja? Das ist mir nicht klar. Also eigentlich kann man gucken, Hummeln, ja, oder Schwebfliegen da. So, ne? Hier wird losklingen. Ach, riecht lecker. Tja. Aber wie gesagt, keine Bienen. Echt nervig gewesen. Ja, so sieht's aus. Ah, Gurken. Hatte ich Gurken draußen gehabt, also die waren eigentlich ja nicht schlecht. Da ging's, na, da kommen da schon wieder welche. Da hatte ich ihn jetzt zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Seht ihr, könnt ihr ja sehen, falls ihr das seht, Felix und genau, meine helfenden Elfen. Bla. Die ist für nächstes Jahr. Sagt gut. Was ein Ding, ne? Ja, die war gepfropft auf Kürbis. Und die ist abgegangen. Die ist wirklich auch super draußen gekommen. Da hatte ich dann daneben normale für die Tonne. Also kann man echt vergessen. Aber was ich sagen kann, wie gesagt, gepropfte, also veredelte, die kann man raussetzen. Echt cool. Ja. Das ist genial. Ein Teebeet.
Wir hatten sowas. Tibet. Ein Tibet in Tibet. Ja. Erdbeeren, wie gesagt, auch sehr gut. Ja, Henry, falls du noch brauchst, siehst du, die kommen ja schon wieder rausgekrochen. Da, alles voll mit Ablegern. Jo, so schaut's aus. Kohl war Schrott. Sellerie kommt super hier auf dieser Ecke. Das wird dann hier mein Suppengrünbeet. Ja, hier hat ich dann zwischen den Kohl. Ja, kleiner. Hier hatte ich zwischen den Kohltomaten gesetzt, aber hat nichts genutzt. Nächstes Jahr mache ich das anders, dann nehme ich die viereckigen Kästen. Da kommen hier noch zwei hin. Und dann kommt da so ein Mückennetz vom Bett rüber. Da habe ich eins so für 2 Meter mal 2 Meter Betten. In der Mitte eine Stange rein, pupf, rüber gespannt und Ruhe ist mit Kohl, Weißling und Co. Ja. Echt schlimm. Ja. Ja. Ja, und man hat auch viel zu tun gehabt. Ah, bald Samen fertig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Johanniskraut. Ja. Falls du siehst, Tobi, du willst ja Saatgut. Fang demnächst an mit Saatgut sammeln. Hier allerdings, ich muss ehrlich gestehen, mit dem Franzosenkraut wird es echt schwierig. Ja. War auch schon schwierig, von der Kamille Samen zu sammeln. Ne? Man glaubt es nicht, ist so. Aber wird schon irgendwie. Ja, mein Grünkohl, der war erst völlig zerfressen. Oh, er kommt jetzt. Komischerweise erholt er sich wieder. Ja, und dieses Jahr, die... Und los, Neidi. Und los, Kleiner. Dieses Jahr die Johannisbeeren, die schwarzen, die waren genial. Leider nicht genug. Hatten wir bloß 8 Gläser irgendwie Marmelade machen können. Aber die war ja so was von knarr. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall Stecklinge nehmen. Im Winter werde schön stecken. Will ich mehr haben. Viel, viel mehr. Ja, ja, mein Kräuterbeet ist völlig in die Hose gegangen. Seht ihr, da habe ich gleich noch einen Tipp für euch. Guckt mal hier. Da, Pflänzchen. Da war ich bei meiner Mutter auf dem Friedhof. Hab Blümchen gegossen und dachte, was ist denn hier in der Mülltonne los? Haufenweise Pflanzen, weil die Leute ihre Gräber jetzt irgendwie kahl machen. Und das ist jetzt der Plan für mich für die nächste Zeit, ja. Alles, was ich irgendwie gehe, jetzt immer regelmäßig gucken und was ich da sehe an Pflanzen, was man hier brauchen kann, mitnehmen, einpflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die winterhart sind. Das werde ich dann im nächsten Jahr sehen, ja. Und so kriege ich hier auch mein Hortus, ja, mein Blumenmeer. Das ist echt witzig, ja. Ja, wie gesagt, das mit den Kräutern. Das ist wie mit Pilze züchten, ja. Pilze kann man nicht alle züchten. Und Kräuter, da kannst du ausstreuen und macht nichts. Wenn das Kaut hier nicht wachsen will, dann will das hier nicht wachsen. Ja. Brauche ich nicht hier auch noch welche. Also haben wir erstmal die Brennnessel platt gemacht, oder Eck besser gesagt, und habe jetzt hier Wiese gesät. Und wenn dann Wiese kommt, also nicht irgendwie Rasen, sondern Wiese. Ja. Wenn dann Wiese kommt, da werden dann von Hause aus schon ein paar Kräuter bei sein und so. Schauen wir mal. Jo. Was gibt's sonst noch? Mein Ofen, das haben ja einige, die mich auf Fatzebook kennen, haben das ja mitgekriegt, dass ich mir einen Ofen baue. Da bin ich jetzt momentan auch nicht weitergekommen, weil es war dann sehr trocken, sehr feucht. Und trocken wäre ja gut gewesen. So, das ist mein gutes Stück. Haben wir jetzt erstmal grob verputzt. Berappt sozusagen, um dann hinterher glatt zu putzen, obwohl ich echt überlege, ob ich so scheiße putze, so wie man so in Pizzeria kennt. Ja. Und dann Weißstreiche, oben habe ich Fliesen ringsherum. Da muss ich noch zumechen. Ja. Eigene Türchen. Andere kennen ja auch schon das Video, wo ich mit ihm kuschel. Kann euch versichern, genial. Ja. Hab ich schon angehabt. Also ist wirklich, hier vorne kannst du ultra braten, bis nach hinten hin, ja, kann man kochen. Da heißt die Einkochzeit. Nächstes Jahr richtig los, dieses Jahr haben wir zwar noch, aber
Naja, wird schon weniger. Dann, ja, den Weg draußen mit Holz einkochen. Ja, Poolhaus, da bin ich auch nicht weitergekommen, fehlt mir leider Material. Mein Vermieter kommt leider nicht aus Tasche. Er erzählt immer, ich krieg Material, aber das war's. Mein bestes Auto des Lebens kriegt jetzt nächstes Wochenende einen Motor. Wenn alles klappt, ich hoffe, dass nicht was Blödes dazwischen kommt. Und dann habe ich Schatzi wieder. Man, ich kann ja kaum abwarten, ja. Jo. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Trecker, komme ich nicht weiter. Einfach zu viele andere Sachen. Das ist echt genial. Ja, eigentlich habe ich alles gesagt. Nehme euch mit auf der Treppe. Setze mich auf der Treppe. Jo. Nächstes Jahr, da wird es interessant. Da werde ich auf jeden Fall mehr Videos wieder machen, weil da plane ich ein bisschen größer. Und zwar habe ich dieses Jahr zum Beispiel dicke Bohnen. Hatte ich hier vorne ein Minifeld. Und da habe ich Ertrag, reine Trockenmasse, würde ich mal sagen, 2 Kilo. Essen natürlich Pillepalle, ja. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so eine Tüte, dicke Bohnen haben mich 4 Euro oder so gekostet, da habe ich 20 oder 25 Pflanzen gehabt, ja. Hallo? Also habe ich dieses Jahr Saatgut gemacht, genauso wie mit dem Mais, ja, mit dem Bantam. Hier steht eigentlich dieses Jahr mehr, um Saatgut für nächstes Jahr für das große Projekt zu werden, ja. Mensch, wir können ja mal die Hühnchen, ich kann euch mal die Hühnchen zeigen, das ist eine coole Sache. Nee, dann will ich wirklich ein bisschen großflächiger, muss ich sehen, da kommt ein Kumpel, Freund, so, kommt dann mit einem Trecker und wird mir einen Teil des Feldes dann, was wir da haben, oder der Weide, wird er mir dann pflügen. Und da will ich dann dicke Bohnen, Mais etc. Ich will das ein bisschen größer machen, ja. Dass man irgendwann wirklich sagen kann, ja, ich lebe davon. Ja. Ja, groß sind sie hier, meine Scheißerchen. Na, meine Hühnchen. Ja, Papas Hühnchen. Oh, jetzt kannst du wieder lachen, Sandra. Papas Hühnchen. Ja, ja, Papas Hühnchen. Meine Süßen. Ja, warten. Bei dem bin ich mir immer noch nicht sicher, ist das ein Kerl oder ist das eine Henne? Was willst du denn gucken? Ha, da, die freche Berti. Ja, die sind schön groß geworden. Das sind die ersten. Hat er da ja mitgekriegt? Ja, der da ist doch fressen. Du bist ein kleiner Sack, du. Ja, und hier meine Bibis. Gott, sind die süß. Ach ja, Papas Bibis. Ja, Papas Bibis. Die darf ich auch auf der Hand nehmen und wisst ihr Quatsch, wenn ich dann drüben bin. Noch muss ich sie trennen. Aber die sind doch einfach schnuffig, oder? Sind die goldig. Die zum Beispiel heißt auch Goldi. Goldi! Was los, Berti? Ja, die haben fast alle Namen, außer er hier. Lümmelchen hat noch keinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mal ein Kerl wird. Ja, ja, im Papas Finger picken. Ja. Schämt euch! Jo, Stall muss ich auch noch weiter ausbauen. Da muss ich die Nester bauen. Hörst du mal auf, mir im Finger zu picken? Du Lümmel, schäm dich! Ja, schön, sag mal. Tja, das wird dann, das wird irgendwann demnächst dann Eier erzeugt, Henry. Und wo dann deine Hühner hervorgehen werden. Ja. Nee, wirklich schön. Also ich kann jedem nur empfehlen, der Hühner sich halten will, haltet euch Brahma. Klar fressen sie ein bisschen mehr, aber sind groß, stolz. Und ich finde, die haben halt irgendwie so vom Habicht oder so, ja. Da. War? Habicht? Nee, finde ich total genial. Ja, was denn, Süße? Willst du gucken? Hier, willst du gucken?
Ne Watten? Jo, meine Schnudis. Mal los, Dicke. Ha, kick schon so. Das ist klarer. Klärchen. Außer die Männer, die haben noch keinen Namen. Jetzt fragt sich jener, warum haben die keinen Namen? Tja. Wenn das wirklich drei Hähne sind, habe ich nämlich ein Problem. Dann könnte es sein, dass sie bei mir umziehen müssten. Und dann möchte ich nicht, dass sie Namen haben. Ja. Ja, Henry, du weißt ja, was ich meine mit umziehen. Ja. Na, ihr Süßen. Ja, kommst du wieder her, du Sticker? Hier, der könnte auch ein Hahn sein. Allerdings, der würde bleiben. Na, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja. Gut. Eigentlich, ich sehe mich schon wieder nicht. Popcorn ist total lecker, ja. Auch hier hoch. Gedampft. Ja, ja, eigentlich ist es das, wa? Gut, könnte eigentlich ausmachen, ja. Sonst gibt es hier nichts, wa? Äpfelchen habt ihr schon mal gesehen. Habe ich dieses Jahr Wahnsinn. Wirklich den Wahnsinn. Ja. Alles so brechend voll. Ja. Guckt es euch an. Voll. Hier haben wir schon einige abgeerntet. Weil die sind saulecker. Und da jetzt war da alles voll. Da voll. Irre. So viel Äpfel kann keine Sau essen. Unmöglich, ja. Aber Pferde können das. Gut. Ich denke, das war's jetzt. So, jetzt zeigt mich mal gemeldet wieder. Ihr wisst mir jetzt in Klammern gut. Jetzt kann wieder irgendjemand runterschreiben. Das ist ja auch so. Das ist so eine Sache, wo ich dann demotiviert einen, wenn irgendwie immer blöde Kommentare kommen. Ja. Oh, der dampft. Du bist ein gutes Vorbild. Ich will kein Vorbild sein. Ich will ja nicht sein. Könnte euch ja kein Vorbild sein. Im Gegenteil. Momentan bin ich so scheiße. Puh. Ja. Deswegen auch keine anderen Videos, weil, wie gesagt, Lüge. Alle Lüge. Wenn ich euch eben von Peace und Liebe und Frieden erzähle, ist ja nicht wahr. Im Gegenteil. Momentan bin ich so in mir so eher kriegerisch. Mir hat irgendwie alle ziemlich auf den Keks gehört. Ja, kickt euch das an. Das ist der nackte Wahnsinn. Die hängen, die Äste. Die sind so voll. Ja, muss ich auch radikal schneiden. Krass, ist einfach krass, ja. So ist es mit allen Bäumen hier. Boah, und hier Walnüsse. Kickt euch mal an, Walnüsse. Erste Mal, da wird richtig voll. Da ja, kann man das aktuell erkennen. Moment, da sieht. Ja, ich sehe es jetzt. Da seht ihr das auch. So ist es überall, ja. Überall Walnüsse. Schön voll. Ja, freut mich auch. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass es ein monströser Winter wird. Einfach zu viel Futter. Futter für die Tiere. Mutter Natur sagt so, dann mache ich sie. Und dann geht's ab, dann wird's kalt. Ja. Ja, und wenn jetzt einer wieder dann kommt, ja, hör gern deine Luft. Kommt vom Dampfen? Nee, kommt einfach davon, dass jetzt die Trecker wieder die Felder aufwühlen. Hier ist ewig Staub in der Luft, hier sind Pollen in der Luft. Ich bin Heuallergiker, bla bla. Im Gegenteil, seitdem ich dampfe, also wird es wirklich besser. Obwohl ich heute einige geraucht habe, stimmt. Heute habe ich mehr geraucht. Wunderbare Sache.
Nur zu empfehlen. Schmeiß die Kippen weg, ruft euch eine Dampfe. Und wer jetzt dann heult, wenn er dann hört, die Inkredenzien Propylenglykol. Hört sich echt schlimm an. Ne? Habt ihr in jeder Creme, habt ihr in jeder Zahnpasta, habt ihr in jedem Essen, wird es mit reingepackt. Es wird überall wird's reingepackt. Ja. Wenn es da medizinisch rein ist, ist es ja kein Problem. Ne? Und pflanzliche Glycerin ist auch nicht schädlich, das esst ihr ja auch mit. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, ja, du rauchst das ja. Ja, nee, ich dampfe das. Ja. Rauchen ist ja noch schlimmer, weil das verbrennt. Ja. Also nee, ich bin da echt mit zufrieden. Also ich merke wirklich einen Unterschied. Ja. Da habe ich jetzt schon Experimente gemacht. Habe dann Kräuter so ja eingelegt und versucht da gerade zu extrahieren. Zum Beispiel Kamille. Ja. Dann kann man Kamille dampfen. Wie lustig ist das denn? Ja. Hat man eine Erkältung, dampft man Kamille. Ja. Besser geht's doch ja nicht. Zu lecker. Jo. Das war's eigentlich. Also eigentlich sollten jetzt eigentlich eure Fragen beantwortet sein. Wie gesagt, nö, er ist nicht krank. Ich habe einfach bloß keinen Bock, wie gesagt, auf blödsinnigen Quatsch, auf Gutmenschentum, weil man irgendwie vielleicht einen hohlen Spruch loslässt. Ja. Hey, ist momentan, haben alle eine Macke. Alle spinnen total rum. Ja. Sagst irgendwas, hast eine eigene Meinung, so wie deine eigene Meinung hast, bist ein Nazi. Hast du keine, bist ein Linker. Ja, bist ein Mitläufer. Das ist alles so bescheuert, ja. Und dann raffen die Leute nicht mal, was da wirklich passiert, ja. Willkommen, Refugees. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Jetzt kann man schön einen Tipp durchziehen, jetzt kann man schön Atomwaffen stationieren. Ja, die kommen alle rein, kommen rein. Verfassungsschutz sagt, oh, wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Was heißt das natürlich? Ja, was hat irgendwie, wie heißt dieser Patriot Act, ja? Jetzt können sie dann in jedem Land dann einreiten, wo dann Terroristen sind. Wir hatten ja vorher keine, aber jetzt haben wir ja welche. Ja? Einfach mal drüber nachdenken. Ja? Und das Schlimme an der Sache finde ich, dann sind da wirklich Leute, die wirklich Hilfe brauchen und die werden dann in den Topf geworfen. Ja? Dann werden, dass keiner differenziert. Ja? Das heißt dann, ja, die. Wer die? Das ist wie, die Deutschen sind alle Nazis. Die Deutschen sind alle links. Alle Männer sind Fleischfresser. Hä? Ja. Das ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Die. Nicht die. Menschen. Komm am besten klar mit meiner Unterteilung. Gute Menschen, schlechte Menschen. Ja. Oder hey, konkret, bist nett. Oder Arschloch. Das ist das Beste. Dieser ganze Glaubenskack. Boah, geht mir das auf den Zimmer. Kann nur noch einen geben. Highlander, es kann nur einen geben. Ja? Es kann nur einen geben. Ja? Ein Grund, allen seins. Und ist das nicht eigentlich scheiße, ja, wie der heißt? Guten Tag, schönen guten Tag, der Herr. Alter Quatsch. Ich hab keinen Bock mehr. Gut. Hätte ich ja fast schon wieder so ein laut gedacht Video gemacht. Nur habe ich auch mal ein bisschen gesabbelt, Alter. Gut, soll es jetzt gewesen sein, ist lang genug. Bin ja mal gespannt, ob es einer bis zum Ende geguckt hat. Wer bis zum Ende geguckt hat, kann mir dann postet mir die Zahl 6. Ja, dann weiß ich, wer wirklich guckt. als Kommentar. Lustig, mal sehen. Nee, eine Eins, stimmt, ich mache ja immer gute Videos. Gut, für alle Neugierigen, ja, und meine Schatzis, meine Freunde und echt Weltfreunde, meine, obwohl, die anderen sind ja auch schon echt Weltfreunde, ja, und alle, die für mich da sind und, ja, seid mir gegrüßt, fühlt euch geknuddelt, ja,
Und der Rest, der meint, er muss jetzt wieder irgendwas entdeckt haben oder sonst was. Geht mir nicht auf den Zünder, ich lösche und dann ist das gut. Ja. Brauche ich alles nicht mehr. Macht euer Ding.